So, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Wenn Clash of Clans von Mojang wäre, im Endeffekt dann von den Minecraft-Machern. Ja, nach der gestrigen Episode, wo ja leider eine Sache im Video drin war, die ich jetzt eigentlich nicht nochmal explizit beim Namen nennen möchte. Allerdings danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt geärgert, dass es mir nicht aufgefallen ist, als ich gespielt habe und als ich es gerendert habe. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ihr wart da ein bisschen findiger als ich, hab's gesehen. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das nochmal, also ich habe zumindest erstmal alles hier abgemacht an den Elixiersammlern. Wir sehen das jetzt hier und ich habe mich natürlich auch dazu entschieden, das jetzt alles nochmal neu aufzunehmen, beziehungsweise zumindest nochmal eine Folge drüber zu machen, weil es ja wie gesagt auch sehr gut ankam. Und ja, ich habe auch schon ein neues Spiel, was ich quasi dann in diesem Stil machen werde, wenn, oder machen werde, wenn XY von Minecraft wäre, also von Mojang wäre. Also, wir gucken mal drauf. Ich möchte gerne noch so ein paar Sachen hier zeigen, einfach in dieser Episode. Und zwar fangen wir hier schon mal an, die Goldmine. Und ja, ich habe ein, zwei Gebäude wahrscheinlich gestern falsch erwähnt. Ey, das ist auch gar nicht mal so einfach. Also wirklich, wenn du... Ja, wenn du aufnimmst und dann guck, du siehst jetzt im Endeffekt ja erstmal nur lauter Blöcke. Und dann erstmal genau zu wissen, welches Gebäude habe ich denn hier? Ich meine, gut, klar. Das hier ist jetzt die Werkstatt. Da vorne jetzt hier unter mir haben wir den Ordenaltar, Minenwerfer. Hier ist auf jeden Fall das Lager. Warte. Lager. Eins. Ein Elixierlager. Magiaturm, hier haben wir die Luftabwehr vor mir, hier ist natürlich der Altar, hier haben wir nochmal eine Goldmine, hier ist natürlich unschwer zu erkennen das Armeelager und ich habe auch noch ein paar coole Sachen entdeckt hier und zwar, wenn wir jetzt mal hier drüber fliegen, da übrigens, das habe ich gestern auch nicht gesehen, die Sprungfallen, wie geil sehen bitte die Sprungfallen aus, ne, hat sich sogar noch jemand die Mühe gemacht, beziehungsweise der Erbauer und hat hier noch die Sprungfallen draufgepackt, das ist richtig cool, ja, wie gesagt, nochmal die Magiertürme, ist... Ist auf jeden Fall schon gut geworden. Die Bohrer und so weiter. Und natürlich nochmal die guten alten, neu von mir veränderten Elixiersammler. Hier ist doch mal ein Altar. Inferno-Türme. Und die Bumpkes daneben. Natürlich daneben die Bomben und natürlich auch die Sprungfalle. Ja. Die Sprungfalle, eine Kanone sehen wir da noch. Da bin ich gestern auch nicht so drauf eingegangen. X-Bogen und so weiter und so fort. Hier nochmal ein Magierturm, Bogenturm, Mine, dann nochmal ein Sammler und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, eine Kaserne. Das Rathaus können wir uns auch nochmal angucken. Die Mauern finde ich übrigens auch ganz cool. Die sind auch richtig gut gelungen. Ah, ich freue mich schon. Wenn wir, also, es ist ja so, Leute. Viele haben gesagt, ey, mach doch hier raus ein Projekt. Und jetzt seid ihr gefragt. Die Sache ist, wenn ich hier raus ein Projekt mache, wie soll ich das machen? Denn auf dieser Map hier ist das relativ schwierig, weil auf dieser Map hier kann ich nicht viel machen. Das ist eine flache Welt, die derjenige, in dieser flachen Welt hat derjenige das hier halt gebaut. Nur, ja, ist halt relativ schwierig, finde ich jetzt. Und ja, pass auf, hier von hier oben. So, geh mal runter. Nicht runterfallen, kleiner Barbarenkönig, nicht runterfallen, nein, hier. Also, drücke ich nämlich jetzt hier drauf und jetzt sind wir nämlich hier, also, hier haben wir nämlich alles, Verteidigungsgebäude, Kanone und so weiter und so fort, kann ich da draufklicken und werde dann dahin gemacht? Nein, das geht auf dem Schild nicht, da komme ich zurück in das Dörfchen, jetzt bin ich wieder hier oben, aber da wollen wir natürlich nicht hin, wir wollen ja hier bleiben, was haben wir hier denn noch? Traps, Army Buildings, Resource Buildings, bring, ja, dann... haut er mich jetzt quasi hier drauf. So, hier sieht man jetzt nochmal alles. Ja gut, klar, dann wirst du direkt dahin gemacht. Ah, yeah, interessant. Das werden wir hier noch sehen. Hier ist alles halt von jedem einzelnen Level. Ja, ich weiß, die eine Zauberfabrik habe ich gestern fälschlicherweise für ein Goldlager gehalten. Aber ey, es war halt auch viel Gold verwendet worden beim Bau. Das hier ist unschwer zu erkennen, jeweils ein Goldlager. Das hier ist unschwer zu erkennen, jeweils ein Elixlager. Als Lager für Dunkle, dann der Bohrer, dann daneben natürlich die Clanburg und ganz hier hinten die Rathäuser. Hier sehen wir jetzt unter mir Rathaus 6, dann sehen wir hier das Rathaus 7. Was mich mal interessieren würde, ob jetzt hier tatsächlich in dem Rathaus... Ja, hier ist auch überall noch was drin. Das finde ich halt cool, dass der selbst noch in das Rathaus noch das ganze Zeugs reingebaut hat. Rathaus 9, 10... 11, was versteckt sich in Rathaus 11? Hat er auch die Bänke reingebaut? Ja, hat er auch. Ah, sieht schon cool aus. Muss man auf jeden Fall sagen, sieht auf jeden Fall alles schon ganz cool aus. Hier sind nochmal die ganzen Lager.
Und ja. Hier. Da sind sie noch. Ja, ich weiß, die Fabriken. Und hier sehen wir noch, ja, die Kasernen. Sehen wir auch nochmal hier. Hier sehen wir die Labore, ne, alle zusammen. Ist schon gut geworden. Auf jeden Fall, was ich ganz cool finde, ist die Adler-Dev. Komm, wie geil das aussieht mit der Adler-Dev. Unglaublich, unglaublich. Also es ist schon, muss man wirklich sagen, viel Liebe zum Detail verwendet worden. Auf jeden Fall. Ah, das sind die Bombentürme hier. Das sind die Bombentürme. Und zwar erkennt man das. Bei den Bombentürmen ist das echt ein bisschen schwer zu erkennen. Zumindest bei dem Max-Bombenturm. Hier ist es relativ einfach. Ne? Du siehst ja hier das Dynamit oben drauf. Das siehst du sonst auch. Aber du siehst das jetzt hier nicht mehr. Da sehen wir jetzt die Katapulte. Das ist nicht so schwer zu sehen. Die Skelettfallen. Oh mein Gott. Warte mal. Das sind die Riesenbomben. So, das hier vorne sind ja unschwer zu erkennen. Die Kanonen, warte mal, die Bomben, Sprungfalle. Ja, das ist auf jeden Fall die Skelettfalle. Wo ist denn die Tornadofalle? Hat er die nicht gebaut? Oder was ist... Ah, ist das, soll das die Tornadofalle sein? Ich habe keine Ahnung. Nehmen Sie auf jeden Fall die Sprungfallen. Die Inferno-Türme, ja, auch nicht zu verwechseln, natürlich mit irgendwas anderem. Hier noch die ganzen Magier-Türme alle aufgebaut. Die Luftabwehr, auch cool. Auch cool geworden. Minenwerfer. Und hier nochmal einzelne Ressourcen. Oh Mann. Ach, die Mauern sind das, lol, das sind die Mauern, ich bin so blöd. Das sind die Mauern. Ja, ich hab's immer noch gemerkt. Alter, 1, 2, 3, ja, die 5er, die goldenen. Ich finde, die sehen, auf jeden Fall, die 6er Mauern sehen viel besser aus als im Spiel. Also als bei Clash. Alter, jede einzelne Mauer bis Level 14 hat er dahin gepflanzt. Ja, und hier sehen wir jetzt die Bogentürme. Und hier sehen wir jetzt nochmal die Kanonen. Oh mein Gott, das hier sind die Feger. Oh mein Gott. Jau, das sind die Luftjäger. Oh mein Gott, ja, es ist teilweise aber echt... Also ich habe jetzt wirklich alles erkannt, Leute. Also da könnt ihr mir aber keinen Vorwurf machen. Jau, die Föhne, jau, die Luftjäger. Ja, sah ein bisschen eher so aus wie eine Kanone, aber klar, die sind natürlich ein bisschen höher als eine Kanone. Wir sehen ja jetzt ja da die Kanonen. Oh mein Gott, ja, ich weiß es. Es sind die Kanonen. Das sieht man ja alleine schon daran, dass es halt bei den Kanonen und auch bei den Bogentürmen und natürlich so bei sowas wie den Minenwerfern halt sehr viele Level gibt. Luftabwehr natürlich auch, Magiertürme gibt es auch einige, aber natürlich bei den Kanonen und bei den Bogentürmen, weil es sie halt von Anfang an gibt, am meisten. Alter Schwede. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz eben ins andere Dörfchen zurück. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne sagen, was soll ich machen? Sollen wir vielleicht irgendwie ein anderes Projekt machen, wo wir das in einem Clash of Clans-Universum spielen lassen? Oder sollen wir das halt hier machen, in diesem Dörfchen? Aber ich persönlich sage, es ist in diesem Dorf hier schwer. Ah, hier ist die Max-Kaserne. Im Eis-Yeti-Stil gehalten übrigens, ne? Was ist da drin? Naja, ein Bettchen. Ich kann nur nachts oder während eines Gewitters schlafen. So, bring. Wir fliegen nochmal hoch. Fliegen nochmal zum Rathaus. Nicht das dunkle Lager kaputt machen, dann läuft das ganze Dunkle raus. Okay, bring. So. Also wie gesagt, ihr habt's in der Hand. Ihr könnt gerne sagen, was soll ich hiermit machen? Sollen wir ein neues Projekt machen im Clash of Clans Universum Stil? Also quasi, dass wir das irgendwie so... Ja, in dem Stil anordnen, dass zum Beispiel jeder, der mitmacht, einen Clash of Clans Charakter nehmen muss, dass wir Sachen bauen aus Clash of Clans und so weiter und so fort. Warum habe ich das Boot denn noch dabei? Das brauche ich doch gar nicht mehr, oder brauchen wir das noch? Also schreibt es gerne in die Kommentare. Es kommt auch noch jetzt die Tage, vielleicht morgen oder übermorgen, dann noch eine Folge mit Wenn... ... von Clash of... Wenn... ... von Mojang, in Klammern, Minecraft, wäre so. Ich fahre jetzt zurück. Ganz kurz noch, jetzt haben wir auch einige gesagt, wie man schon direkt das Nachtdorf sieht. Nein, das Nachtdorf gibt's hier nicht. Also es gibt hier kein Nachtdorf, es gibt nur
Also in Anführungszeichen nur. Es gibt nur das Hauptdorf, was wir da ja gesehen haben, also Rathaus 13 Next. Und quasi auf der anderen Seite von dem Ozean halt, ja, die ganzen Level. Aber es gibt kein Nachtdorf. Also das muss ich sagen, das hat derjenige, der das hier gebaut hat, das hat er nicht gebaut. So. Wir fliegen mal, ihr seht es nämlich jetzt. Wenn ich jetzt hier rüber fliege, hier ist nichts. Hier ist wirklich gar nichts. Wenn ich jetzt in die andere Richtung rüber fliege, dann kommen irgendwann die ganzen, ja, da kommen jetzt irgendwann die ganzen Gebäude. Auf der anderen Seite ist dann halt auch wieder nichts. Ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus will, also von daher, das Nachtdorf gibt es nicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal, Glocke aktivieren, Creator-Code MBF eingeben für alle Supercell-Spiele und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Clash of Clans oder vielleicht auch, wenn XXX von Mojang wäre. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.